Wir sind zurück bei den XCOM-Files. Fangen direkt mit einer Forschung an vom Sektoid-Arzt. Der wird uns wahrscheinlich jetzt irgendwelche Hintergründe geben, weil ich meine, den hatten wir schon erforscht. Krog-Autopsie. Dieses humanoide Reptil hat dicke Schuppen und dickere Muskeln. Sein Gewebe scheint sehr hitzebeständig, was darauf hinweist, dass sie am besten für eine viel heißere Umwelt als die moderne Erde geeignet sind. Die genetische Struktur scheint allerdings absolut irdisch. Ich meine, von denen hatten wir erst gerade kürzlich irgendwo im Norden mit dem Kanada-Team eine Mission. Das waren die mit den Gauss-Railguns. Ich weiß es nicht mehr genau. Das Truppelimplantat haben wir gesagt, das dauert nicht so lange. Ups, ja, sollte relativ schnell gehen. Aber die Star Musket. Oh, warte mal, was ist. Moment mal. Hatten wir das nicht schon? Das. Wir hatten noch die Star Cannon. Sah das nicht genau gleich aus? Huh. Egal. This is a plasma weapon, albeit the plasma projectile is produced with shooter's psi abilities and some radioactive dust. Its power greatly depends on the user's psionic potential. This process greatly depends on a golden lady's grace. Das hatten wir doch schon. Ich dachte, dass wir hätten die Star Cannon. Das sieht ziemlich identisch aus. Meiner Meinung nach. Nur Snapshots. Interessant. Kein Aimshot. Aber relativ genau. Huh. Okay. Dann würde ich ganz gerne das Exalt-Hauptquartier mal erforschen. Das ist etwas, was wir demnächst definitiv angehen wollen. Weil die Typen gehen mir auf den Sack. Tote Schweber in Indonesien. Ja, mach das nachher mal. Graf-Modul entnehmen. Dann Tiefseehorror minus 60 Punkte. Aber heute gehen wir in diese Kybernetz-Fabrikation. Ich weiß nicht, ob das... Es sieht unterirdisch aus. Ich weiß nicht, ob es dunkel sein wird. Ich denke, wir werden uns darauf vorbereiten, dass es dunkel sein könnte. Und ich rüste die Leute aus. Bis gleich. Okay, also, wir haben es mit Kybernetz zu tun. Ich meine, die waren nicht so ein Ding. Aber wir haben ein bisschen was an Sprengstoffe auch dabei, falls wir irgendwas aufsprengen müssen. Ich weiß nicht, ob es eine Kanalisation ist, ob das wieder die Mission ist oder ob es eine andere ist. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben relativ vielseitig die Leute ausgerüstet. Wir haben viele Laser. Wir haben einen Raketenwerfer. Wir haben sogar eine Kanisterwaffe dabei. Eigentlich alles, was das Herz begehrt. Miniguns. Ja. Und Villotier hat das taktische Scharfschützengewehr. Okay, das sieht nichts aus, als hätten wir das schon mal gehabt. Moment mal, wo ist der Rest? Hä? Wo zur Hölle ist der Rest? Das ist... Okay, wir haben zwei unterschiedliche Spawns, so wie es aussieht. Wo? Okay. Wo ist unser Zeug? Bevor ich irgendwas tue, möchte ich wissen, wo unser Zeug liegt. Hier nicht. Okay, es liegt unter dir. Alles klar. Tja, okay, das ist nicht das, was ich erwartet habe, aber wir sind gut ausgerüstet von dem her. Was soll's? Huh. Okay, hier haben wir ein Boot. Das ist ja schon fast wie eine Basis. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir unsere Leute irgendwie hier zusammenbringen. Okay, da ist keiner.
Das ist das Ende der Map. Ja, man kann da rein. Das heißt, da könnte theoretisch einer sein. Oder einer kommen. Müssen wir mal schauen. Okay, ich dachte schon, das wäre ein Gegner, aber nein, das ist nur ein Hochstapler. Ja, ein Hochstapler. Hat sich also was ausgegeben, was er nicht ist. So, das Ding ist schon mal weg. Okay, ich denke, sollte für unsere super krassen Jungs keine Gefahr darstellen. Okay. Interessant. Wow. Komplett neue Mission. Überhaupt nicht das, womit ich gerechnet habe. Aber was soll's. Geh mal hier hin. Ist das ein Gegner? Nee. Okay, die bauen hier irgendwas zusammen. Alles klar. Die bauen da irgendwas zusammen. Gut. Dann... ich ganz gerne einen hier. Okay, wir sehen nichts. Fein. Und es ist hell. Interessanterweise. Ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwo einer ist, den wir gefangen nehmen sollten. Aber, ich meine, wir haben ein bisschen was in Sun und so dabei, von dem her. Wird schon irgendwie passen. Okay, ihr seid da mal unten. Dann, der Rest. Also, ich rechne damit, dass sie eher von... ja, das ist natürlich... gefährlich. Du, ups, stehst jetzt ein bisschen scheiße. Zeiteinheiten weg. Und Sniper, bleib mal hier. Gucken wir mal, was sie tun. Und ich will auch gucken, wie lange die versteckte Bewegung dauert. Wenn das jetzt 50 Gegner oder sowas sind, dann meine Güte. Oh. Nee, okay, das sind vielleicht 20, 30 Gegner. Okay. Gut. Das ist wieder so ein Raum. Nichts. Nichts. Ha. Nichts. Okay. Zumindest sind damit unsere Leute schon mal einigermaßen... gegenseitig in der Nähe. Von hier kann ja nichts kommen. Das heißt, du kannst da ruhig den Rücken zudrehen. Da wird wahrscheinlich auch nichts kommen. Ist das Ende der Map. Also tendenziell kommen die Gegner von hier. Sie kommen von hier oben. Und sie kommen von hier oben. Also von Norden. Das hier ist halt auch so ein bisschen... okay, das ist auch das Ende der Map. Wir sehen nichts.
Okay. Dann gehe ich jetzt trotzdem hier nochmal rein. Oh ja, das ist auch das Ende der Map. Müssen wir nicht weiter im Auge behalten. So, wie schaut es hier aus? Nichts. So weit, so gut. Okay, hier geht's noch nach unten. Da könnten wir hier hochkommen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob wir die über diesen Panzer oder was auch immer das darstellen soll, drüber schießen können. Aber eventuell macht es Sinn, vielleicht hier einen Sniper zu positionieren oder hier, dass er hier... Ich denke, das machen wir. Komm. Ja, stelle ich mal hier hin. In der Zwischenzeit stelle ich Philothea mal in die Ecke da. Ich denke, du kommst auch hier rüber. So, Laser. Oben ist keiner mehr. Ist gut. Rookie vor. So, dann dieser Raum. Da könnte theoretisch was rauskommen. Okay. Wir haben eine Treppe hier. Das könnte ein gefährlicher Raum sein. Da kann man auch ganz gut snipen. Ich droppe das Ding mal. Müssen wir einfach im Hinterkopf behalten, dass wir das da gemacht haben. So, du... kommst hier hin. Da ist ja clear, kann keiner von hinten schießen. Das heißt, wir kümmern uns um diese Eingänge. Okay, gut. Ich glaube, wir haben zumindest mal einen einigermaßen guten Überblick über die Situation bekommen. Das ist das Ende der Map. Es sieht relativ clear aus im oberen Stock. Ich denke, die meisten werden weiter unten sein. Also es gibt 3 Stöcke. 4, wenn man den oberen, aber ich glaube weiter oben ist nichts. Also es ist primär, die kommen primär hier von unten wahrscheinlich. Von hier unten, ich denke mal da, wir könnte auch nochmal eine Leiter oder Treppe sein. Gut. Mal gucken, ob wir Feinkontakt haben. Okay, da ist einer. Wo Zelle war das? Oh, der ist hier unten. Okay. Dann haben wir ihn hier. Er ist jetzt gerade ein bisschen... hat sich ins Abseits gestellt. Unglücklicherweise für ihn. Die Falle hat zugeschnappt. Okay, das Ding schießt zurück. Nicht sonderlich genau, aber schießt zurück. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir am besten da nach unten? Hier ist gar nichts. Hier haben wir Türen. Okay, das geht ganz nach unten. Der mittlere Stock ist
Wahrscheinlich nicht sonderlich relevant. Ich weiß nicht, ob die Dinger fliegen können und hier hochkommen. Wäre vielleicht nicht ganz unrelevant. So, ich bring dich auch mal hier rüber. Dann wirst du der Erste sein, der nach unten geht. Da sehen wir nichts. Raum ist soweit clear. Hier sehen wir ebenfalls nach unten. Denke ich, bringe dich hier noch mit dazu. Du hast hier ein wunderbares Schussfeld. Ja, vielleicht nicht von da. So. Wesentlich besser. Da ist nochmal eine Tür. Ich pack Philot hier mal dahin. Du da. Du da. Zeiteinheiten weg. Das ist noch die Stun-Waffe. Als Ersatz. Okay, da scheint auch erstmal nichts zu sein. Wen haben wir noch? Eduardo hat sich schon bewegt. Du... Du schaust in die Richtung, was das Ding da rauskommt. Ich glaube, oben ist relativ ruhig. Wir werden sehen. Das sind nicht so viele Gegner, glaube ich. Du siehst das Ding wieder. Nice. Ein Problemchen weniger. Okay, gut. Ich denke mal, der Raum sollte clear sein. Da haben wir auch nichts. Okay. Ist die Frage, was mit dem Ding da oben ist. Ob hier hinten noch vielleicht einer sein könnte. Ich lasse euch mal noch hier oben. Für den Fall der Fälle. Ich denke, ihr kommt da einigermaßen klar. Dich schicke ich auch noch mit hier runter. Okay, Philothea. Es ist kein Schwein. Wo zur Hölle sind die alle? Es ist zu ruhig. Es ist zu ruhig. Okay, du siehst einen, der ist aber unten, oder? Jo. Okay, gut zu wissen.
Reicht nicht mehr. So, wir bringen euch ein bisschen nach vorne. Du kannst da bleiben. Für den Fall, dass hier irgendwas rauskommt. Wie gesagt, ich denke, die restlichen sind unten. Aber wir wissen einfach nicht, wo. Wir wissen im Endeffekt nicht, wo. So, bringen wir dich dahin und du kommst mit runter. Und dann schauen wir mal. Es ist zu ruhig. Du bleib da, haben wir gesagt. Hier unten ist keiner mehr, oder? Doch. Okay, gut. Ah, 10, 20 könnte schon sein. Okay, gut. Immer nice, wenn wir von oben was wegsnipen können. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwie was ist. Du gehst mal hier hin. Da ist auch keiner. Es ist nirgendwo Gegner. Wie kann das sein? Es ist absolut nirgendwo was. Nichts, nada. Absolut nichts. Okay. Oh. Guck mal einer an. Philothea, von dir hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Gut. Oh, du siehst den immer noch. Hä? Warum siehst du den nicht? Okay, gut. Dann hätten wir wieder zwei weniger. Du kommst da hier noch mit runter. Als Verstärkung. Ansonsten denke ich, stehen wir eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, der kam von unten. Ja, das ist ein Kybernetz-Typi. Beziehungsweise das war ein Kybernetz-Typi. Okay, da ist keiner mehr. Oh. Eine Drohne. So, du kannst weiter hier rüber. Oh, hier ist noch eins.
Das war schlecht. Warum deine Hilfe hier? Okay. Nicht diese Runde. Aber wir wissen wieder, wo was ist. Tja, und ihr? Nächste Runde kannst du da rein. Oh, wir haben Fischen. Viele Drohnen, so ein paar vereinzelte Kubernetes-Heinis, aber nichts. Ultra gefährliches. Da, du hier hin. Und dann würde ich sagen, passt das. Die stelle ich hier hin. Okay. Gibt bereits Panik. Ach, hier war noch die Drohne. Okay. Gut. Das Problem wäre erledigt. Nichts. Hier unten wird wahrscheinlich auch nichts sein. Das ist auch safe. Der Raum ist so oder so safe. Dann mal hier runter. Okay, da ist was. Das ist aber nicht das, was geschossen hat, sondern was du. Gut zu wissen, dass wir hier nochmal was haben. Sehr schön. Du hängst hier drinnen fest. Vielleicht kannst du den Computer aufschießen, aber ja. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Du kommst da nicht mehr raus. Was soll's? Was machen wir mit dir? Kein Gegner. Da ist auch nichts. Du hast bereits gezogen. Hier oben wird auch nichts mehr sein, denke ich. Wieder so ein Raum. Okay. Ich glaube, wir sind durch. Okay, da hinten ist was. Einer von den Bots. Aber das war's noch nicht. Das war's noch nicht.
Ja, du kommst da nicht mehr raus. Aber ist egal, ist nicht so wichtig. Wir brauchen dich eigentlich nicht mehr. Du gehst in die Richtung. Ich denke nicht, dass hier unten noch großartig viel ist. Ne, da ist nichts mehr. Ich denke mal, hier unten wird auch nichts mehr sein. Und hier oben wird auch nichts mehr sein. Oh. Falsch gedacht. Ja, hier sind noch Gegner. Servus. Okay. Das klappt so nicht. Wir brauchen Verstärkung. Und die wirst du bringen. Ich glaube, das sind nur diese Technomates. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, einen von denen irgendwie noch lebendig zu fassen. Ich weiß auch gar nicht, wer die Handschellen dabei hat. Du hast eine, du bist aber ziemlich weit weg. Zweiten Handschellen? Nee. Du hast die anderen, aber du bist unten. Okay. Das ist eine Tür auch. Alles klar. Der wird sowieso wahrscheinlich ausbluten jetzt in der Runde. Ja, er ist ausgeblutet. So, dann war hier hinten was? Zwei Stück. Das reicht nicht mehr. Nichts. Du gehst hier weiter nach vorne. Ich nach damit nichts. Okay, der Raum ist clear. Alles clear. Ich denke, das müssen wir nicht weiter anschauen. Ich bring euch hier lieber weiter. Oh, shit. Ich hätte nicht gedacht, dass da einer ist. War jetzt ein bisschen unvorsichtig, aber was soll's. Und der geht nach unten. Okay. Ha. Gut. Weiterer Aufzug entdeckt. Ende der Map. Du bist sehr exponiert, du auch ein bisschen. Okay, ist nichts passiert. Weil das Ding hier durchgeflogen ist.
Okay. Aber den Typi? Das... Ach, hier war doch irgendwo auch was, oder? Ich meine, wir hätten da einen gesehen. Oder bin ich gaga im Kopf? Da haben wir nichts mehr. Hier kann keiner hoch sein. Ich meine, ich habe irgendwo einen Lift, einen von diesen Liften gesehen, aber wo war das denn? Hier drin war auch keiner. Und da ist auch nichts. Alles frei. Okay, hier war irgendwo noch eine Drohne, aber ich weiß nicht, wo die hin ist. Da. Okay. Das ist die letzte. Nein. Ist hier einer hoch? Könnte sein. Moment mal. Hier liegt eine Waffe. Da liegt eine Waffe am Boden. Aber der ist gepanickt. Der dürfte eigentlich nicht der Letzte sein. Es müsste einer sein, der noch nicht gepanickt ist. Die Frage ist, wo? Oh. Frage beantwortet. Da oben ist was. Damn it. Nochmal ein Reaction Fire. Okay, ja, du stehst jetzt ein bisschen dumm. Von oben, von unten hochzuschießen ist auch nicht gerade geil. Du bist wahrscheinlich tot. Du vielleicht auch. Wir werden sehen. Aber ich glaube, das sind die letzten beiden. Ja, das ist das Ding, das wir suchen. Nein? Der Technomate ist doch gepanickt. Muss ich den jetzt wirklich töten? Hier unten scheint alles clear zu sein.
Ich meine von mir aus. Und tschüss. Ah ja, das war's noch nicht. Das war leider klar gewesen. Hier irgendwas? Nee. Keine Ahnung, wo noch was sein könnte. Irgendwo ist aber wahrscheinlich was durchgeschlüpft. Das war es immer noch nicht. Wo war das denn eigentlich? Das war von hier. Okay, der Raum ist clear. Da sehen wir auch nichts mehr. Clear. Oben dürfte eigentlich auch nicht mehr wirklich was sein. Oh. Okay, falsch gedacht. Sehen das olle Ding nicht. Aber wir wissen Bescheid. Damn it. Hält ganz schön was aus, das Mistvieh. Und das war's. Okay, wir haben doch 22 Feinde getötet. Nicht schlecht, 300 Punkte. Und natürlich die Lagerkapazität überschritten. Aber ja, war eine gute Mission. Ich denke, machen wir hier schon mal einen Break und ich sortiere offscreen einfach aus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.